Nachdem Bombenanschläge der Hackergruppe Zero Day die britische Hauptstadt ins gesellschaftliche Chaos stürzen, bekommt die Sicherheitsfirma Albion die Zügel der Ordnung in die Hand. Das London der Zukunft, ein Überwachungsstaat. Wenig Freiheiten, jeder hat seine Akte im Netzwerk der Stadt und der kleinste Fingerzeig gegen die Maßnahmen zieht noch härtere Maßnahmen nach sich. Im vorerst letzten Teil der Serie bekommen wir die klassische Watch Dogs Formel: Hacken auf Knopfdruck, Kameraspionage, Drohnen, Schleichen und Schießen. Mit unterhaltsamer Story und einer bezaubernden Londoner Innenstadt kommt Watch Dogs Legion eigentlich gut aus den Startlöchern. Allerdings tritt relativ schnell Routine ein. Hacken ist nach wie vor nur ein Knopf und stellt in den seltensten Fällen mal richtige Cyberspace-Challenges dar. Dazu legt die englische Synchro die falschen Stimmen in die falschen Münder. Es passt vorne und hinten nicht. So fällt Watch Dogs Legion trotz einer großartigen Welt schnell flach und kann bis auf wenige Momente kaum überzeugen.